Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge LS22 hier auf der Fox Farm. Und schaut mal hier, wir haben Winter. Kollege Iglo ist auch wieder am Start, ne? Eieiei, ja, der wohnt hier unterm Baum. Getarnt, ne? Nicht zu sehen. Ehre. Wir haben Dezember, aber wir haben Gott sei Dank keinen Schnee rumliegen. Das ist schon mal viel wert. Wir haben heute wieder mehr Geld wie gestern. Bedeutet, unsere Bäckerei verkauft Brot. Hoppala, Gewinn bringt. Das ist schön. Die Sache läuft. Wir müssten Wasser ins... Ja, ich möchte nämlich unbedingt der Gerät hier... Und wieder aus. Aufpassen. Genau, da war der Knall. Mega. Ach, ich liebe diese Karre. Wir haben Geld. Was machen wir denn heute? Wir haben Dezember. Wir können eigentlich gar nicht so viel machen. Wir können mal gucken, was ist denn bei den Hühnern los? Brauchen die Futter oder so? Wenn ich hätte gesagt, schauen wir vielleicht mal. 2400? Ist denn hier in der Mühle? Ja, die Wege sind weit. Eieiei. Sind denn hier vielleicht schon... Oh, Olivenölpaletten. Aber guck mal. Tada. Geil. Olivenölpaletten. Jetzt doof. Rapsöl. Mensch, na sag doch mal. So, da stehen sie da im Dezember so. Guck, super. Wollen wir die verkaufen? Wie viel sind denn davon noch drin? Wir schauen mal nach. Produktion. Wir haben ja Produktion. Honig wird verkauft. Läuft. Wird verkauft, verkauft, verkauft. Die Wechselhäuser laufen auch. Raps haben wir noch. 99.000 Liter. Ui. Ist aber ordentlich. Rapsöl, da kommt gleich die nächste Palette raus bei 1000 Liter. Und Brot haben wir noch 32.000 Liter Mehl. Perfekt. So, was ist ein Verkaufspreis für Rapsöl? Das wäre doch eigentlich echt cool, wenn wir das auf unseren tollen neuen Pickup aufladen könnten und zu Geld machen könnten. Nur zum Probieren. 3938. Komm, das machen wir, oder? Wir holen die Karre ran und dann wird erstmal verkauft. Und dann hätte ich gesagt, gucken wir vielleicht mal, dass wir mit den Unterständen da nochmal vielleicht ein bisschen was anderes anfangen können, oder? Ja, okay, das ist doch mal ein Plan. So machen wir das heute. Auf entspannt, ne? Im Dezember ist eh nicht los. Wir haben Winter. Wir können... Warte mal. Wir fragen mal das Kalendarium. Können wir hier was anpflanzen? Nö, ja, nicht. Ja, im Januar auch ja, nicht. Danach wäre Baumwolle möglich. Wir haben keine Stoffproduktion. Also, ja, nicht. Ab März sieht die Sache denn schon anders aus. Na, wir könnten Sonnenblumen machen. Dann hätten wir wieder Öl. Wir könnten Hafer machen. Kartoffeln nein, Zuckerrüben nein, Zuckerrohr nein, Trauben, nee, nee, nee. Okay, ab April geht erst los, ne? Kette sagt, wir machen Sojabohnen, die hoffentlich einen guten Verkaufspreis bringen. Okay, also wir müssten dann einfach ein bisschen vorspulen. Dann nehmen wir nochmal gerade diese. Na, na? Na? Naja, läuft doch. Perfekt. So, wir machen Licht an. Dann sehen wir im Dunkeln mehr. Oh, 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 oh. Ey, ist denn etwa rutschig? Ach, die sind Auto, ne? Ich finde die so cool. So, dann klappen wir mal hinten auf. Das geht ohne Kopfstoßen. Da wir gut gefrühstückt haben, nehmen wir die einfach so. Und laden die auf. Sollte ja gehen. Also wenn der jetzt auch Autolaut hätte, ne? Das wäre ja mega. So. Ich hoffe, die Pritsche, die hält. Ohne, dass er vor lauter Rostlöcher auseinanderfliegt bis dahin. Oh. Schall ist auf jeden Fall am Start. Kriegen wir hier drei Paletten weg? Ich hoffe doch. Oh, der geht ganz schön runter hinten, ne? Oh, Junge, warte mal. Vielleicht müssen wir das noch weiter nach vorne schieben, oder? Ah, Hilfe, hier passieren Dinge. Warte mal. Wir nehmen die untere Palette. Oh, die hält aber ordentlich in die Knie. So. Na? Auf jeden Fall besser. Die letzte noch. Ist jetzt doch nicht so schwer, ja? So, komm mal mit.
Oh, okay, er hat Stress. Er hat Stress. Vielleicht sollten wir wirklich mal einen Autolautanhänger noch besorgen, oder? Naja, ist doch wunderschön. Hier an den anderen Spanngurt da unten kommen wir ja nicht ran, oder? Von hier vielleicht? Oder hier so? Wobei, die Beine reichen ja. Ist okay, ist okay, ist okay, ist okay. So, wir machen zu und düsen los. Ah, wie toll. Guck doch mal. Haha, ich liebe diese Karre. Das sieht aus wie so ein Deko-Objekt, aber damit kannst du dann einfach voll fahren. Das ist ja echt krass. Damit würde ich sehr gerne immer unser Öl verkaufen fahren. Dann brauchen wir noch einen Anhänger, wo wir Paletten aufladen können. Der nicht so massiv doof ist und bei Gewicht gleich die Grätsche macht. Sondern den hängen wir dann da hinten ran. Haha, Mann, das ist toll, ey, cool. Ohne Quatsch, Leute, sagt mal ehrlich, die Karre, die fetzt doch. Alleine schon, weil die halt anders ist wie sonst, oder? Mega, ich stehe drauf. Cooles Gerät. Auf jeden Fall. Wahrscheinlich auch, weil er halt so massiv hässlich ist. Ne, im Stand ja ist hier, tock, 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 tock. Läuft er seine 83, sehr stabil sogar. Bremse quietscht, oh, sehr vertrauenserweckend, dieses Fahrzeug. Wenn er umkippt, wäre es echt schade. Nö, der macht sein Ding. Reisegeschwindigkeit mit 83 ist aber voll okay. Wir haben 3000 Liter Paletten bei. Das dürfte 3000 Liter Paletten, genau. 3000 Liter Rapsöl. Das dürfte knapp. Nö, nicht knapp. Das müsste locker 10.000 geben. Das wäre echt cool. Also 10.000, ne? Für drei Paletten. Kann man mal mitnehmen auf jeden Fall. Ich feiere den desolaten Zustand von der Gerät. Also hier sind, da ist ja wirklich alles kaputt. Verrostet, verbogen, verbeult, durchlöchert und verfault. Mega cool. So, bevor wir jetzt hier aber verkaufen, muss ich nochmal checken, wo das genau war. Alles klar. Also war doch hier vorne richtig, okay. Okay, okay. So, dann Spanngurte ab. Dann fahren wir mal langsam in den Trigger rein. Und der sieht los. Guck mal, der Arsch hebt sich. Er kommt hoch. Katsching. 11.000, fast 11.500. Mega. Echt, wie cool, ey, wirklich. Fühl mal schnell so, warte mal. Anhänger. Gibt es was anhängertechnisch im Angebot? Der Böckmann ist jetzt nicht so cool. Nein. Schwierig. Was ist das hier alles? Oh. Okay. Oh, das sehe ich ja jetzt erst. Hier hätte ich vorher mal reinschauen sollen. Okay, das sind diese Anbaugeräte für den Trident. Oh. Da kannst du nämlich dann den Düngerstreuer und den Feldspritzenaufsatz damit hoch und runter kranen. Alles klar, schöne Traverse mit Anbau. Habe ich nicht gesehen, tut mir leid. Warte mal. Und mit dem Anhänger und dem hier passt. Oh. Oh. Oh, da kommen mir aber Ideen. Mit dem Anhänger, Leute. Kann man hier hinten nochmal dranhängen? Ja, der hat ein Zugmaul. Oh, wie geil ist das denn? Haha, oh, super, warte mal. Och, der wird immer besser. Gut, ich hab Ideen. Und der ist so, warum ist denn das so billig? Oh, Junge. Okay. Der LKW war aber teuer, ne? Tut mir leid, wir müssen da durch. Irgendwie hilft es ja alles nicht, weil ich möchte nämlich gerne haben, LKW, wo ist er denn? Diese. Der kostet aber richtig Asche. Der Anhänger dazu, oder? Das wäre doch mega. So 100.000 als Anhänger dahinter? Ja. Gut. Ich wollte eigentlich einen anderen Anhänger haben, ne?
Haben wir hier bei Ballentechnik irgendwas? Irgendwas mit Spanngurte würde mir schon reichen. Der ist ein bisschen doll groß für unseren Pickup, oder? Was ist mit dem? Der wäre eigentlich ganz cool. Wenn wir uns den mieten für 400, wir müssen ausprobieren, ob wir den ranhängen können. Wenn der nämlich einfach mit Spanngurte funktioniert. Da habe ich eine andere Idee. Schon wieder, alles klar. Oh, Problematiken tun sich auf. Guck mal, der Schotter hält fest. Jetzt haben sie sich befreit, die Kollegen. Der kann keine Spanngurte anbringen. Okay, dann nehmen wir den gleich wieder ab. Dann schauen wir hier nochmal nach. Ja, jetzt müsste er live dabei sein, ne? Hilft ja alles nicht. So, warte mal. Gut, kein automatisches Laden, genau. Naja, Aufkleber, alter Aufkleber, neuer Aufkleber, alter Aufkleber. Wir nehmen den alten. Der kostet 8000. Wäre eigentlich okay. Plattformanhänger. Der wäre eigentlich auch okay. So ein kleiner hier, der ist bald zu groß für den Pickup, ne? Na und der, glaube ich, der ist auch zu groß. Dann hätte ich bei Anhänger. Was ist denn mit dem alten hier? Den Holzanhänger, den kleinen, den wir hier hatten. Oh Mann, wo ist denn der? Ist alles so voll. Der hat, glaube ich, Autoload, aber der spackt so doll rum. Da versinken immer die Räder, sobald man das Ding ein bisschen beladet. Da. Den da. Du, als Ballenanhänger. Der kostet aber 16. So, als Standard. Da kann man die Seiten aufmachen. Ja, so wäre bald am angenehmsten. Dann können wir nämlich mit der Hand schnell beladen und losfahren. Hat aber wieder so einen Hydraulikschlauch hier dran, was ich vielleicht unter Umständen ja nicht haben wollen würde. Ach. Also wenn ich das hier so sehe, anhängertechnisch, Mann, hier ist ordentlich was los. Aber ich glaube, ich fand den ja nicht so verkehrt hier. Wenn wir den so nehmen mit Gote. Designfarbe. Ne, rot ist nicht cool. Pappel, Eiche, Hemlock und Esche. Verwittertes Holz. Ne, muss ja nicht old aussehen. Wir könnten das theoretisch für 8000, wäre das ja nicht so verkehrt. Warte mal. Ja, wir müssen noch mal gucken. Tut mir leid, Leute. Wir machen heute hier echt mal so ein bisschen, ne, durch den Shop gehen, wenn wir dann schon mal da sind. Weil wir sind im Winter und haben gerade nicht viel zu tun. Der kostet halt 15.000, ne? Was sich hier ändert, ich weiß es nicht. Der hat halt, wie gesagt, Autoload-Funktionen und diese normalen. Er hat halt doll Probleme gemacht bei den Mineralfutterpaletten, weil die waren halt exorbitant schwer. Find aber den anderen cooler, wenn ich ehrlich bin. Ich kann mich nicht entscheiden, ihr merkt es vielleicht gerade, oder? Der ist so vom Preis her deutlich günstiger. Wollen wir den einfach mal so nehmen jetzt? So, ist gekauft. Der spekuliert auch durch die Erde. Der Vorteil ist, wir können ja auf unseren tollen Pickup Paletten drauf packen und auf den Anhänger auch. Weil jetzt haben wir mit Gote. Ach, Ehre. Alles klar. Guck mal, denk mal, die Beine, die passen hier zusammen, oder? Optisch kann man das mal machen. Gut, dann fahren wir damit mal schnell nach Hause und dann parken wir das irgendwo ein. Sinnvollerweise in der Nähe von einer Getreidemühle. Hätte ich gesagt, oder? Dass wir das da irgendwo hinstellen. Dann brauchen wir nicht so lange rumgurken da. Dann können wir vielleicht nebenbei immer schon beladen oder so. Ich glaube, der klingt nach einem guten Plan. Ey, das macht mega Bock, mit dem Ding zu fahren. Ey, alleine schon der Klang. So, tack, 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 tack. Echt cool. So, wo lassen wir den Anhänger stehen? Ich hätte gesagt, wir fahren damit hier irgendwo Richtung Getreidemühle, weil. Warte mal.
Ha, wir sind mal ganz frech. Ich hoffe, das klappt, so wie ich bitte denke. Weil hier spawnt ja gerade. Ah, doch, da steht ja doch eine Palette. Hilfe. Warte mal, dann nehmen wir die mal beiseite. Na, kommst du wieder runter? Sag mal, wo willst denn du hin? Sag mal. Ja, bleib mal schön hier. Theoretisch könnten wir die auch noch zu Geld machen, aber hey. Ich hätte gesagt, wir fahren hier durch. Ohne dagegen zu fahren. Gut. Ei. Nee, warte mal, der Hänger ist so breit. Wir kommen hier am Zaun nicht vorbei, ne? Oh, oh. Oh, oh. Wenn wir mal ganz doll ziehen, vielleicht. Das war eine massiv schlechte Idee. Müssen wir hier wieder rausfahren. Ah. Das ist halt immer die Krux mit den Drehschäbeln, ne? Manövrierbarkeit, so, nee, haben sie nicht. Okay, aber egal, dann fahren wir halt hier lang. Wenn wir hier ganz dichte lang manövrieren an der Hecke, dann fahren wir da immer drüber, das kann sie ab, die ist robust. Und dann steht der Hänger genau da. Okay, super. Mein Headset macht sie selbstständig, muss sie wieder einfangen. So, ich hab's, alles klar. Wollte mir eigentlich gerade kurz am Ohr kratzen, aber naja. Ne? Das Headset hat gesagt, auf Wiedersehen. So, der Köter, der macht Kontrolle auf dem Acker, der uns leider noch nicht gehört. Okay, wir fahren der Gerät hier wieder hin. So, Obacht, ja. Spitzt die Lauscher. Bam. Sehr cool. Okay, wir haben verkauft. Haben wir davon überhaupt ein Bild gemacht, sag mal? Ja, von den Paletten, ja, toll. Unterstand. Ich würde mir sehr gerne eine andere Halle hier hinstellen, wo wir einfach mehr Fahrzeuge runterkriegen, was ein bisschen mehr Sinn ergibt und nicht diese Plattverschwendung von den Dingern. Die mögen, ui. Unter Umständen ja vielleicht toll sein, aber ich finde das hier vielleicht sehr schön. Nee, auch zu viele Pfeiler. Das ist leider zu ausladend. Bisschen doll zu groß. Man hört schon bald wieder auf, ne? Ach nee, die haben wir schon. Oh oh. Oh, hier können wir schön abgestuft drehen. Mega. Aber hier sind die Abstände genauso. Das ist auch nicht schön. Das ist auch nicht schön. So eine schöne Geräte-Scheune. Mit einer breiten Seitenflanke. Finde ich die bald besser. 1, 2, 3, 4, 5. Na guck mal, für die gleiche Fläche. 5 Einfahrbereiche. Aber die ist so doll tief. Ich weiß, ich bin mäkelig, aber hey, komm. Na, soll er vernünftig sein? Wenn nicht, muss ich mich nochmal irgendwie auf die Suche machen nach einem vernünftigen Unterstand. Weil so richtig geil ist das hier gerade nicht alles. Ne, also sagt mir jetzt nicht so zu, wo ich mir so denke, yo, das brauche ich unbedingt. Der Moment fehlt mir gerade noch so ein bisschen. Was ist denn mit sowas hier? Das ist halt an der Seite mega offen, ne? Ragt auch wieder extrem in den Hof hinein, was ich eigentlich nicht möchte. Die originalen Hallen, die sind ja so exorbitant teuer. Ja, ist doch total. Ich will einfach eine Halle. So wie das Ding hier, ne? Das hat ja einfach mal 3 Tore, fertig. Die sind aber genauso breit wie die Dinger. Wenn wir davon 3 bauen, dann sind wir aber 300.000 los. Das ist mir einfach zu teuer irgendwie. Weiß ich auch nicht. Bin jetzt nicht so amused. Wo sind denn hier die Tore eigentlich? Hat das Ding Tore? An der Seite nicht, ne? Nur vorne und hinten, okay. Ja, was ist denn damit? Das kostet aber auch 150. Das ist nicht cool. Überhaupt nicht. Also, ja, auswahltechnisch sind wir leider recht eingeschränkt hier. Ist gerade schwierig. Muss ich mir wohl nochmal durch den Kopf gehen lassen und eine Runde im Mod-Bereich mich immer umschauen, weil so richtig begeistert bin ich nicht. Okay, dann werden wir damit erstmal vorlieb nehmen. Wie sieht's aus? Wollen wir bei den Hühnern nochmal ein bisschen Futter reinschmeißen?
Haben wir eine Schaufel für unseren Bobcat? Dann könnten wir damit mal die Hühner füttern, oder? Dann kriegt das Ding auch mal eine Betriebsminute auf der Uhr. Da liegt eine Schippe, ja, na dann ran. Komm, oh, warte mal. Die liegt so, dass wir da ja nicht rankommen, oder? Doch, liegt sie. Tada! So. Ich würde die Gerätschaft nämlich eigentlich sehr, sehr gerne behalten wollen, aber... Ich sehe nix. Hier können wir leider... Was ist das denn für ein Quatsch? Der kann damit nicht umgehen? Doch, ich hoffe schon. Wir können damit leider das Verladetool nicht anheben. Ah, hier steht der Anhänger. Hallo. Okay. Den hätte ich jetzt schon fast vergessen, wenn ich ehrlich bin. Nein, kipp doch das da nicht hin. So, tolle Wurst. Jetzt müssen wir das alles wieder aufheben, was wir auf den Boden geschmissen haben. Also heute ist eine Katastrophenfolge, ne? Läuft ja richtig. Ich bin ja stolz auf mich. So, fast die Hälfte daneben gekippt. Geil. Ach, ist mir zu eng hier. Warte mal. Das Ding hat auch... absolut gar keine Anhängerkupplung. Der kann nichts, ne? Dann hätte ich fast gesagt, dass wir das Ding verkaufen, weil wenn wir damit nicht anfangen können... Weil, warte mal, wie viel Hühnerfutter ist denn jetzt hier drin? 3700. Wie viel passt denn hier maximal rein? Wir können ja das Menü fragen. Das ist ja schlau. Schlauer als wir anscheinend. Kapazität... über die Hälfte noch. Okay, dann hätte ich gesagt, hol mal Traktor ran, oder? Das geht ja so nicht. Das war gut und schön mit dem Ding hier. Den lassen wir vielleicht noch da zum Aufräumen oder so. Ich weiß ja nicht, wie der Kuhstall sich nachher noch erweisen wird. Aber ja. So, hier wäre theoretisch auch noch Platz unter. Oh Gott, wie klein und knubbelig das ist, ne? Im Vergleich zu... Alter, der... Der Bobcat ist so groß, wie die Räder vom Drescher hoch sind. Der Hammer. Traktor. Komm, wir fahren mit dem fort. Ich merke gerade, dafür, dass hier sehr viel schief läuft, das wird aber eine recht entspannte Folge, oder? Wir machen hier so sinnlos irgendwelche Sachen. Ein bisschen Hühnerfutter, ein bisschen was verkaufen. Also wir kommen nebenbei an Geld, ist schon mal sehr schön. Wir kaufen wieder tolle neue Sachen. Und wir haben keinen Unterstand. Das ist natürlich schade. Also habe ich auf jeden Fall eine Hausaufgabe, dass ich gucken kann, dass ich einen vernünftigen Schuppen finde. Für den Hof hier. Der muss natürlich auch dazu passen. Na, kriegen wir hin. So, hier haben wir unsere Bienenstadt. Schön versteckt. Hey, wieso fährt denn der rückwärts? Was ist denn hier los? Okay, wir sind noch nicht im Trigger. Jetzt. Guck mal. Okay, haben wir das soweit. Hier passen 9000 Liter rein, gut zu wissen. Wir lassen den einfach mal hier stehen, ne? Wir können uns hier unsere Turbo-Rennhühner nochmal anschauen. Bin hier wieder durch die Hege pesen, da hinten, ja, Startversuch missglückt, Zaun im Weg, ja, schade. Da wir ein bisschen Geld haben, wollen wir noch ein bisschen Deko betreiben, weil ich so richtig nachgeschaut hatte ich da noch nicht. In der Deko-Abteilung. Bei sonst gibt es ja derart viel. So, wenn ihr das hier seht, ja, ist echt nicht wenig.
Wir können hier so ein paar coole Tonnen hinstellen. Also wir können uns das ja wieder schön machen, weil das wurde ja entfernt, wo wir die Gebäudeschichte hier abgebaut haben. Wobei, warte mal, wenn wir hier einen Unterstand hinstellen, wäre das alles für die Katze. Denn stellen wir das nach da. Und wir hätten hier so ein kleines Containerchen. Oh ja, der kommt auf jeden Fall hier an unsere Werkstatt ran. Was ist denn hier mit dem Zoom? Zoom geht nicht. Schade. Wo ist denn da die Tür von dem Ding da? Da machen wir uns das wieder schön. Da habe ich jetzt gar keine Schmerzen mit. So. Was haben wir hier noch? Irgendwas Brauchbares. Hier so ein Strom habe ich hier noch, ne? Das könnte man ja machen. Unter Umständen. Weil die Werkstatt wird uns ja hier erhalten bleiben. Was haben wir hier? Großer Stromkasten. Ein Stromaggregat. Oh, ein 100er. Ist aber stabil, ey. So, hier sind so Sachen. Hier ist ein Absatzcontainer. Nee, dann nehmen wir noch so ein Ding hier. Und so ein Ding da. Oh, komm mal. Und schon ist wieder schön. Ein Rollcontainer. Also Sachen gibt es ja, ne? Eine Kiste. Kisten sind immer gut. Also für Deko, ne? Regal. Mit Öl und so. Okay, hier sind Schrottpaletten. Eine Hubwaggon wäre nicht schlecht. Ein Spielplatz. Nee, brauchen wir nicht, oder? Also haben wir hier wieder unsere Werkstatt, unser Container. Eine Sackkarre. Okay, ist aber auch nicht günstig, ne? Alle zusammen so. Hier ist ein großer... Ja, warte mal, jetzt können wir aber hier hinten wieder hübsch machen. Dadurch, dass uns ja alles verloren gegangen ist, können wir hier wieder mit Deko ein bisschen punkten, oder? Wir können hier bei den Hühnern so einen Container hinstellen. So. Dann geht zwar die Grastextur verloren, aber hey. So ein Wagenrad noch daneben. So, wir kommen ja nicht weiter ran zum Ranzoomen. Eigentlich schade. Oh, Bänke. Guck mal. Hier ist eine Presse im Rollwagen. Hier ist eine Kiste. Eine Werkbank. Hallo. Ist ja alles da, Mensch. Guck mal. Die Werkbank hätte ich gesagt, stellen wir hier drin, oder? Von der Rückseite aus gesehen so. Ist halt Werkstatt. So. Okay, das ist noch am Ende hier. Noch eine Presse auf Rolle. So, wollen wir uns das mal anschauen, was wir hier verpraktiziert haben? Also wir haben hier die Tonnen stehen. Das ist ja schon mal okay. Hier haben wir unser Brennholz. Hier haben wir den Container mit Wagenrad, was ich sehr schön finde. Okay. Dann gehen wir mal hinten zur Werkstatt gucken. Ja, aber da ist Werkstatt. Wir haben ja jetzt einen Container mit so Krempel halt. Ist halt besser, als wäre da halt gar nichts. Oder? Theoretisch. Also, das ist doch... Na, ja, wurde wieder erfolgreich zugemüllt, unseren Hof hier. Sehr schön. Kanister mit Abtropfschale. Werkzeug, Ölkanne, Mopedreifen, Sackkarre, Container mit so Zeug, Stromkasten, eine Presse, eine Werkbank, eine Kiste für Müll, ein Kercher, Hubwaggon, alle da. Sehr schön. Haben wir die Werkstatt doch wieder hergestellt, mehr oder weniger. Oh Gott, wo waren das? Bei Tools, da habt ihr auch noch was, oder? So ein Waschplatz wäre eigentlich nicht verkehrt. Ich hatte ja überlegt, ob wir das Ding hier hinbauen. Und ich hatte eigentlich Befürchtung, dass wir Probleme haben, dann in unsere Scheune darin zu fahren, geradezu. Aber ich denke mal, das sollte alles problematisch... unproblematisch werden. Warte mal, das müssen wir mit der Maus ausrichten, dann wird das hier nichts. So. Okay, wir müssen Bodenanpassung machen. Ein bisschen malen. Matsch. Nee, wir haben Dreck auf dem Hof, richtig. Nee, auch nicht. Warte mal, wir haben hier den anderen Dreck auf dem Hof. Das ist unser Dreck. Genau. So, hier drüben können wir das so lassen. Betten wir das mit Botanik ein? Dann brauchen wir noch mal ein bisschen Grastextur.
So ungefähr. Dann machen wir noch Gras hin. Okay, weil Waschplatz, ne? Da kommt ja unter Umständen auch manchmal ein bisschen Wasser raus, wo wir dann so Pflanzen mit nass machen könnten, die dann hier Bock haben zu wohnen und zu schlafen und, ne? Bäume. Eine Bjacke. So, dann gucken wir uns noch den Waschplatz an. Und dann ist das wunderschön. Oder? Hätte ich gesagt. Okay. Haben wir wieder einen Waschplatz. Ehre. Freunde, das war's für heute. Ich hätte gesagt, ich spule jetzt mal so ein bisschen vor. Was hatte ich gesagt, kalendermäßig, dass wir in den April kommen, dass wir Sojabohnen ansehen können, oder? Bis dahin können wir fleißig Rapsölpaletten sammeln. Und Brot wird verkauft und Honig wird verkauft und das Gewächshaus ist am Arbeiten und der Winter ist dann hinter uns und das wird wunderschön. Na? Klingt dann nach einem Plan. Alles klar, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder und dann geht die Sämaschine auf dem Feld. Bis dahin habe ich hoffentlich ein paar Unterstände rausgesucht, dass wir die Sachen hier so ein bisschen, naja, ersetzen, durchtauschen können, wie auch immer. Oder wir lassen das hier stehen. Wenn ich nichts finde, dann bleibt das erstmal so. Lasst euch überraschen. Ja, also, bis dahin, macht keinen Quatsch, bin ihr hauen.